Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 14. September. Ich aber will auf den Herrn schauen. Micha 7, Vers 7. In einer Mischung von Feindschaft und Spott fragte ein Ungläubiger einen Jesusjünger: Sie wollen wohl besser sein als andere? Der antwortete: Besser nicht, aber anders. Dies Anderssein kommt in unserem kurzen Textwort zu Recht zum Ausdruck. Der Prophet schildert in den Versen vorher erschütternd, wie in einer Welt ohne Gott alle Ordnung sich lösen und alles Vertrauen verschwindet. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf seinen Freund. Der Sohn verachtet den Vater und die Tochter setzt sich wieder die Mutter. Und dann heißt es: Ich aber. Dies Ich aber liest man sehr oft in der Bibel. In den Kneipen singt man von mir, ich aber bete. David rühmt: Ich aber will in dein Haus gehen, auf deine große Güte. Vorher heißt es: Der Herr hat Greuel an den Falschen. Und dann: Ich aber. Es ist erstaunlich, wie oft wir dieses Ich aber aus dem Munde der biblischen Männer und Frauen hören. Ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich aber will von deiner Macht singen. Ich aber. Ist das nicht sehr hochmütig? Man hört ja geradezu das Geschrei: Dieser Pharisäismus der Christen, dieser Hochmut. Es wäre Hochmut, wenn es ein einziges Mal hieße: Ich aber bin besser. So heißt es nie. Es geht immer und jederzeit nach der Weise: Ich aber will auf den Herrn schauen. Der Herr wird gerühmt. Wer ihn kennt, ist anders. Dies Ich aber ist nicht Hochmut, sondern der immer neue Glaubensschritt der Gotteskinder zu ihm hin. Herr, ich aber will auf dich schauen, der du mein Heiland und Herr bist. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.